Ich begrüße an der Stelle Petra Kammann und pinne deswegen hier mal dich. Petra, hallo. Hallo, Tag, Harald. Ja, vielleicht begrüßt du auch nochmal unsere Gäste alle. Ja, hallo, liebe Künstler von der Eulengasse, glaube ich, zum großen Teil. Ich habe ja vor kurzem das Vergnügen gehabt, mit Harald 8,5 Stunden etwas zu Beuys in der Eulengasse zu moderieren. Das war ein ganz schön volles Programm und war aber doch auch überrascht, wie viele verschiedene Positionen dabei herauskamen und doch heute auch ein großes Interesse an Beuys, selbst zu seinem 100. Geburtstag, immer noch besteht. Ich habe mit dem Kulturportal www.feuilletonfrankfurt.de versucht, ein paar Dinge parallel zu machen. Manches kommt auch erst im Nachklapp noch, denn das ist ja eine Kooperation auch mit der Eulengasse. Und habe vor allen Dingen erstmal jetzt das Gespräch mit dem Verleger Schirmer auf unsere Homepage gesetzt in verschriftlichter Form. Und da ist es eben auch dann nochmal online zu hören, auch nochmal als Podcast zu hören, sowie auch in der Eulengasse. Also Schirmer ist eben einer der wirklich großen Beuys-Verleger, der inzwischen 75 Jahre alt ist oder vielleicht sogar schon 76 inzwischen und hat mit 19 Jahren angefangen, als er noch nicht Abitur gemacht hatte, die ersten Beuys-Zeichnungen zu sammeln. War am Anfang von Beuys nicht besonders angetan, hat von den Objekten, die er da wahrgenommen hat, auf der Documenta, die er zum ersten Mal besucht hat, noch als Schüler, hat ihn dann aber privat besucht, ist stärker mit ihm ins Gespräch gekommen und hat nach und nach dann auch die Objekte und die soziale Plastik entdeckt. Und was leider bei dieser Geburtstagsfeier nicht dabei war, es ist ein bisschen schade, das war die Werkübersicht, die er jetzt gemacht hat anlässlich des Geburtstags. Und zwar hat er da so eine Art imaginäres Museum der Werke von Beuys präsentiert, die er, wenn er ein Museum hätte und alles das da reinstellen könnte, da in diesem Buch zusammenkommen. Und das wäre bis heute eigentlich nie gegangen, weil es immer ein riesengroßes Rechteproblem gab, was Beuys anbelangt. Und das war auch ein bisschen unser Problem in der Veranstaltung, dass wir jetzt weniger die einzelnen Werke von Beuys zeigen konnten oder die Podcasts oder den Film, den wir auch in Kooperation mit dem Filmforum gesehen haben, sondern eigentlich nur die Zeugen befragen konnten, beziehungsweise dann die Künstler, was dann wiederum sehr schön war, die dann verschiedene Arbeiten zu dem gemacht haben, was Beuys ihnen bedeutet oder nicht bedeutet oder wo sie kritisieren. Also es war so eine Mischung aus Zeitzeugen, Verleger, Künstler und Akademiestudenten auch, die Beuys persönlich erlebt haben. Ja. Ja, aber nicht zu vergessen war natürlich unser Schwerpunkt der Open Call, den wir an Mitglieder und befreundete Künstler und auch weitere Künstler darüber hinaus herausgegeben hatten. Open Call eben Arbeiten zu Beuys einzureichen und die Frage zu beantworten, was hat Beuys eigentlich mit meinem Werk zu tun und oder mit mir als Künstlerpersönlichkeit. Und deswegen will ich ganz gerne hier nochmal schnell dieses Porträt von Christian Tonnes dazu, welches wir immer so als Vignette eben verwendet haben, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. Jetzt natürlich in Englisch, Hats Off, Hats On, Centenary of Joseph Beuys, weil wir natürlich jetzt eben in Athen gerade sind. Andrea hat freundlicherweise mal in den Chat reingeschrieben, dass wir natürlich auf Englisch umschalten, sobald irgendwelche englischsprachigen oder ausländischsprachigen Gäste jetzt zu uns reinkommen. Aber solange das noch nicht der Fall ist,
wollen wir ja eigentlich ein bisschen auch darüber sprechen, was hat eigentlich dieser Event mit uns gemacht? Und deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf die Platforms Project. Meine Güte, Moment. Dann will ich jetzt hier nämlich den Bildschirm kurz teilen. Ja, das ist die Platforms Project Messe derzeit. Ich weiß nicht, ob jeder das schon irgendwie wahrgenommen hat. Das ist eigentlich ein Gebäude wohl in Athen, was die Veranstalter ganz süß nachgebaut haben, als so eine halb 3D-Projektion. Und das gab es auch schon in 2020, wo das erste Mal die Notwendigkeit bestanden hatte, eben diese Messe online stattfinden zu lassen. Und es gibt hier tatsächlich die Eulengasse. Und wenn man auf die Eulengasse klickt, dann kommt hier unsere spezielle Darstellung. Da haben wir eben etwas gemacht, was uns von den anderen unterscheidet, wo wir nämlich jetzt hier eine Galerie angelegt haben, all der Einreichungen der Arbeiten, die zu dem Boys 100 Event eingereicht worden waren am 12. Mai. Und wir jetzt hier zum Beispiel die Romana habe ich schon gesehen, und dann geht man dort drauf und dann hat man hier ihren Text, diesen Text, den sie zu ihrer Präsentation beigefügt hatte, den wir ins Englische übersetzt haben, also nicht wir, sondern DeepL hat das ganz freundlicherweise für uns gemacht. Und wir haben eben hier den Text auch auf Deutsch und wir haben ein paar Abbildungen daraus genommen. Nicht alle, sondern einfach ein paar exemplarische, die, wie man sieht, einen Link darstellt. Und wenn man dann hier drauf geht, geht ein neues Browserfenster auf und man kommt direkt in die Aufzeichnung unserer Übertragung vom 12. Mai, genau an die Stelle, wo hier im Kapitelverzeichnis Romana ihr Sache vorstellt. Also das wollte ich euch doch nur mal hier an der Stelle mitgeben, dass man dort sozusagen einerseits rein kann in unsere Darstellung. Und Romana zeigt, Romana und den Lauf. Genau, und da wollte ich dann jetzt hier bei Romana, klicke ich nochmal drauf. Man kann natürlich auch auf ihren Namen klicken, dann kommt man sozusagen zu ihrem Lebenslauf, wobei wir den jetzt hier nicht reingemacht haben, sondern einfach den Link auf ihre Webseite, da kann jeder das dann eben schauen und hier kommt man natürlich nochmal zu ihrer Arbeit zurück. Hier oben hat man einen Überblick über alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler und das ist das diese Sache, die wir jetzt im Internet stehen haben. Ja, ich freue mich sehr, dass doch so ein paar jetzt mit dabei sind. Auch aus Chile ist Claudia Barbera dabei und vielleicht kommt später auch noch Nancy Macia dazu. Ja, ich möchte an dieser Stelle erst noch mal vielleicht darauf eingehen, was dieser Event eigentlich mit uns gemacht hat. Also dadurch, dass wir innerhalb von kürzester Zeit uns eigentlich mit dieser Fragestellung beschäftigt haben, was für einen Einfluss hat Boys auf mich als Künstler? Und wir haben dann eben diesen Geburtstag durchgemacht, stundenlang, haben ganz viele Arbeiten von anderen Künstlerinnen und Künstlern gesehen. Das ist doch eigentlich jetzt das, wo wir hier an dieser Stelle nochmal zusammenkommen und uns fragen können, was war das eigentlich für das Besondere? Und da möchte ich einfach mal fragen, Romana,
Bero, Claudia, wer mag dazu vielleicht kurz was sagen? Ich kann was sagen. gut, für mich war das so eine Überraschung, so eine Einladung zu bekommen aus Deutschland, weil ich jetzt in Chile wohne. Und es war lange her, als ich das Werk von Joseph Beuys zuerst gesehen habe, nicht als Studentin hier in der Kunstakademie. Natürlich haben wir alles oder fast alles über Beuys studiert. Er ist ganz bekannt für uns. Fluxus und das Ganze ist wichtig für uns in unserer Szene. Und ich habe in 2014, glaube ich, nee, früher, ich weiß nicht wann, aber ich habe das Werk Das Kapitalraum gesehen. Und damals habe ich auch Druckgrafik nochmal studiert in Deutschland. Und ich war beim Sticken und auch Drucken. Und ich habe das Werk gesehen, Das Kapitalraum. Und es war natürlich sehr überraschend, sowas zu sehen und die ganzen Videos auch. Und danach gab es auch die Dokumente. Jetzt glaube ich, jetzt sollen wir auf Englisch umschalten, das ist da. Oh, das ist schwierig. was I buy Documenta and I was by the oh, es tut mir leid, ich kann es nicht einfach so, ich habe 3 Sprachen in meinem tut mir leid. Mach mal Deutsch fertig dann. Ich werde auf Deutsch und danach kann ich auf Englisch. Es ist zu schwer. Und ich war bei der Documenta und ich habe das Werk, diese Installation aus Fett, das waren Fettblocken, ganz viele Fettblocken. Und ich konnte nicht viel stehen bleiben bei dieser Ausstellung. Es roch sehr stark. War das in Berlin? Entschuldigung, eine ganz kleine Zwischenfrage. In Berlin? In Berlin habe ich das Kapitalraum. Das Kapital und das ja. Block in Darmstadt? In Kassel. Ach, in Kassel. Ja, in Kassel. Dokumenta, ja. Okay. Ja, ja. So, ich habe ganz viel wirklich von Beuys verstanden und erlebt damals. Und ich war beim Drucken und als ich diese Einladung bekommen habe, war ein bisschen schwierig für mich, weil mein Werk hat eigentlich nichts mit Beuys zu tun, aber ich habe mich erinnern, als diese ganze Erfahrungen hatte in Deutschland und deswegen habe ich mein Werk aus 2012, glaube ich, ist dieser Druck. Und ich habe dann mit dieser Erinnerung das Text aus Das Kapital von Karl Marx genommen. Una araña, eine Spinne. Und das ist, so war die Geschichte. Also ich habe versucht, meine Erlebnis zu verbinden. Beuys Erlebnis, also diese Erfahrung mit Beuys und was ich in Deutschland damals gemacht habe und was geblieben ist. Ich konnte mit Fett eigentlich nichts anfangen. Das war nicht für mich. Es war sehr wichtig trotzdem. Ich kannte natürlich ihn nicht und ich habe das nicht erlebt, aber ich konnte ein Erlebnis als Künstlerin und als Ausländerin auch. Und da war, das war sehr, sehr wichtig für mich.
Andrea, may I ask you to make a short resume? Ich würde einfach sagen, Sonja übersetzt es selber auf Spanisch, ist viel einfacher, oder? Ich habe sie für sie geschrieben auf Spanisch, auf Portugal im Chat. Ich habe die übersetzt für sie. Podría haber dicho todo en español para la Nancy. Nancy, intenté cambiar de alemán a inglés mientras contaba y no lo logré porque era muy difícil hacer el cambio en un segundo. Así que desde ahora puedo hablar en inglés porque estás tú. Nancy, es que vi para ti no chat. ¿Has visto, Nancy? Yo escribí para ti no chat. Sí. ¿Ya? ¿Has visto? I saw it and the text and I was translate when Claudia was talking with Google Translator online. Ah, mucho mejor. Way better, Nancy. I can speak now in English, but I can do it so fast. It's too much for my brain. I think it's much more easier for you to speak in Spanish, and we make a multilingual meeting here in Spanish, English, French, Portuñol. Portuñol. Romana, in welcher Sprache möchtest du denn jetzt dein Statement abgeben? Also wenn ich deinen Vornamen deute, könnte das jetzt Ganze in Lateinisch. Wenn du etwas sagen möchtest, Romana. Ich muss jetzt erstmal hier aufheben. Ja, genau. Jetzt hört ihr mich, oder? Ja. Wir hören dich jetzt. Ja, also ich würde am liebsten schon Deutsch sprechen. Ja, also ich fand es eine sehr super, also schöne Erfahrung, diese ganze Sache. Erstens mal überhaupt, dass ihr sowas angeleiert habt, finde ich super toll. Auch jetzt nochmal, was du eben dargestellt hast, dass es jetzt so international wird und dass man da einfach einen Austausch hat mit ganz vielen Menschen, ja, auf der ganzen Welt. Eigentlich kann das ja ausgeweitet werden, wie, ja, unendlich, ne, letztendlich. Und ja, diese verschiedenen Standpunkte oder auch, dass ich halt darüber nachgedacht habe, ja, wie steht mein Werk zu Beuys oder wie kann ich da eine Verbindung schaffen oder vielleicht auch keine Verbindung, so Analogien, Assoziationen und das einfach mal von anderen Gesichtspunkten auch anzuschauen. So, man ist ja oft in seiner Gedankenwelt so drin. Und wenn man dann das jetzt nochmal von einem anderen Gesichtspunkt anschaut, dann kriegt man nochmal neue Ideen auch. Also ich bin jetzt auch dadurch nochmal auf andere Wege gegangen oder versuche jetzt was auszuprobieren und ja, eben das Ausprobieren, Experimentieren und auch mal weggehen von seinem Weg. Das finde ich einfach, ich fand das wirklich ganz toll, diese ganze Sache. Oder ist noch. Kannst du vielleicht sagen, also in welche Richtung das geht? Ganz kleinen Moment, bevor es weitergeht. Vladimir, übersetzt du gerade oder soll ich was zusammenfassen? Du kannst lieber übersetzen. Aber ich wollte nicht die ganze Zeit. Du kannst gut okay. Zusammenfassen. Ich mache kurze Zusammenfassung, okay. So for Nancy, I just gonna translate in little pieces and as a summary. Romana said that she was very happy and also surprised how big this whole project's now becoming. It's becoming an international, network maybe. And that's very surprising for her. And she's also very happy that she could see all these different perspectives on Beuys and all the different outcomes that perspective brought in the previous session.
And now it's going a step further. And for her work, she will open up and will go other ways, or at least she thinks about it. Okay, jetzt die Frage. Aber nicht so kompliziert, sonst muss ich mitschreiben. Nee, nee, nee. Soll ich denn weiter auf Deutsch fragen? Also, nö, wenn es auf Englisch geht, muss ich nicht übersetzen. Kannst du das auf Deutsch antworten? Spanisch übersetzen, für Nancy? Wir können aufteilen. Ich muss nur wissen, wann ich übersetzen soll. Ich glaube, ihr könnt beide Sprachen gut, Spanisch und Deutsch. Sie kann auch übersetzen auf Spanisch. Ich finde auch schön, Spanisch zu hören. Ich finde es schöner, Spanisch zu hören als Englisch. Okay, Spanisch, kein Problem. Also dann frage ich sie auf Deutsch. Ne? Du hast gesagt, du hast doch noch mal anders über deine Arbeiten nachgedacht. Die wirken ja in sich sehr stringent, was ich da gesehen habe von dir. Und du hast ja also eben auch mit bestimmten Materialien, also deine Wurzeln eben gekennzeichnet oder die in andere Kontexte gestellt. Hat das zum Beispiel, ist das verändert? Oder ich weiß ja nicht, ob du schon dazu gekommen bist, wirklich was neu zu gestalten. Aber kannst du schon sagen, in welche Richtung das gehen könnte, weil du anders über Beuys nachgedacht hast? Ja, also ich habe ja jetzt auch noch ein Stipendium bekommen. Und das geht irgendwie auch, kann ich an diesem Thema Naturveränderung weiterarbeiten. Und da habe ich jetzt ja erst angefangen, aber von den Gedankengängen bin ich dann einfach jetzt so, dass ich freizügiger oder sage ich mal, ich versuche mich einfach viel mehr zu öffnen. Ich arbeite ja schon ziemlich auf, ja, wenn ihr euch die Webseite mal anschaut, schon ziemlich breit aufgestellt, ja, mit verschiedenen Materialien, sei es jetzt Installation, Malerei und Zeichnung. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich einfach ja, jetzt von dem Aspekt her des Ausprobierens, ohne jetzt immer zu denken, ach, das muss jetzt schon ein fertiges Objekt sein oder Projekt, dass ich da jetzt einfach freier dran gehe und ja, dieses, zwar immer dieses Thema Natur im Kopf habe, aber mich mal so assoziativ leiten lasse, gedankenfreien Lauf lasse. Das soll ich übersetzen? Nancy. La señora Petra Kaman le pregunta si, porque ella explicaba antes que con este trabajo se abrió otras perspectivas con esta iniciativa de Joseph Beuys. Entonces le hablaba sobre su obra que tiene que ver con raíces, con, es una obra objetual, y le preguntaba si desde ahí cambió su contexto. ¿Qué ocurrió después de trabajar con esta pregunta que dio el trabajo sobre Joseph Beuys? Dice ella, la artista romana, que recibió una beca y que empezó a abrirse en la forma de trabajar y se abrió hacia los cambios. Entonces está más bien todo en pensamiento, todavía no es algo concreto, pero que ya piensa que su obra es más abierta a muchos ámbitos. Está en el ámbito de la instalación, de la pintura y del dibujo. Y dice que este es un tiempo que se puede también ver en su página web, y dice que es un tiempo en el que está probando, que se siente más libre, y que de todas maneras sigue teniendo el eje de la naturaleza en su trabajo. Nancy, what did this Beuys event and this in general Beuys do with you?
was very interesting because all these years in my archive, I was thinking about the movement, the process of when you are moving all the time, traveling all the time. And with Claudia, we saw boys since the university times. We have a Chilean German teacher in the university, and he introduced us to Joseph Beuys work, and he's very fun to Beuys. And that was some kind of connection that makes that now we teach to others about Beuys work. And in that point, Beuys was always present, I think, in our work as artists and our work as teachers and other places. Sometimes in the first line, sometimes in more in background, but always present in some point. And in my personal work, I think was about this relation between nature and the forces of nature, and the forces of nature that I saw now in this actually context in my country. With all the distances and all the different contexts and all the different reflections, for example, about the materials, about the Cooper reflection, Beuys Cooper reflections, and other metals, but and the reflections now about the same metals, no, makes me think a lot about it after all our process that day, no? The presentations and all the conversations and all the artists who present his different works. And also make me think about the time, about the one, this movement, my body walking and feel different experiences around the walking. But also about the thinking, make me think about the chaos and the chaos in the land, the chaos in the earth, and now the chaos in the extractivism process, and how the defense of nature is all time works, no? And we are in the limit in a lot of times and process in life, in personal life, but also in collective life, ways of life. And these pandemic times also give us this message, you know? In our context in Chile, seems to never end. And it's very conflictive for us that we are vaccinated, but it seems to not matter, because the hospital is full at top, and a lot of people is with the vaccine in his bodies, and seems to no matter for the system, and all together, I think it's a very important thing about the time we are living and how we live this time. Yeah. I think in the final part of Beuys' work, no, when he connect all his work with nature and with art and education reflections about all this political thinking, I think now it's very very alive how we thought about our mistakes, or how we don't learn about our mistakes, no? In the past now. Perhaps Andrea is there's something to reflect on these thinkings of Nancy directly? Okay. I just something popped in my head listening to you two. Actually, listening and knowing about you three, I'm referring to Nancy, Claudia, and Vladimir. I know that Beuys is or was big in Brazil, and I wonder maybe only in certain regions or in certain scenes, I don't know. Now you two talking about you had a teacher in art school who introduced you to Beuys and his work. And obviously it became somewhat influential into your thinking and in your practice.
You, Nancy, were referring to nature and political thinking. And to me, it's kind of, it's not a surprise or anything, but I have to say, I don't know any, not one Chilean artist from Chile. I know a few from Brazil. So I'm asking you other Germans, how many Chilean artists do you know? How many Brazilian artists do you know? And of course we know this is not coincidence, but can you three explain why do you think it was Boys became so popular, not only being from Europe, but I think it's because the way he saw the world, of course, made it possible for you to refer on him to him, I think. So it's actually a question for everybody. Übersetzung, vielleicht hat Vladimir die Frage zum größten Teil verstanden, aber die Frage ging jetzt sowohl an Nancy, Claudia und dich bezüglich der Rezeption von Beuys in den lateinamerikanischen Ländern, dass es sei doch etwas sehr Besonderes, das sei Andrea ja auch erst dadurch durch das Meeting ebenso in dieser Form so stark aufgefallen. Woran liegt das so im Speziellen? Was hast du für Erklärungsmuster dafür? Ihr drei sozusagen. Und natürlich an die anderen, nennt mir einen Künstler aus Chile. Es darf sogar ein Mann sein. Also, mir fällt natürlich mal eine Schriftstellerin. Gilt aber nicht. Musik und Autoren gelten nicht. Ja, ich habe mich gemeldet. Claudia und Nancy, wollt ihr etwas fest sagen? Oder Claudia, Nancy, querem primeiro responder a pergunta de Andrea ou posso hablar eu? Ich habe eine These. Ich posso hablar in inglês. Tenho que hablar solo in alemão ou português. Ich glaube, es ist nicht nur Boys. Da sind verschiedene. Natürlich gibt es in Südamerika ein großes Interesse in Europa allgemein. Zum Teil auch in Nordamerika. Wir haben Fernsehen schon über mehrere Jahre und wir haben gute Presse, mehr oder weniger, und wir bekommen alles, was passiert auf die Welt. Und es ist nicht nur Beuys, die uns interessiert, was Deutschland betrifft. Zum Beispiel Fassbinder hat großes Interesse auch in Brasilien. Der erste Preis, große internationale Preis von Fassbinder, ist in Portugal gewesen, ist nicht in Deutschland. Er wurde zuerst außerhalb von Deutschland anerkannt, damit er danach in Deutschland eine gewisse Erfolg macht. Er hat nie so große Erfolg gemacht, wie er in Brasilien macht. Eine Fassbinder Filmreihe in Brasilien ist immer ausverkauft. Ich habe selber ausprobiert, das in meinem kleinen Institut, wo ich geleitet habe, die Kulturabteilung, vorher ich nach Deutschland gekommen bin. Fassbinder war, ich muss immer zweimal den Film zeigen, weil das war immer ausverkauft. Oder war nicht verkauft, weil frei war, das war immer ausgebucht. Beuys spricht, oder Beuys hat der Eigenschaft, dass er, wie Marcelo Coutinho gesprochen hat, er hatte die nicht Nobel oder die Peripherie zum Zentrum der Kunst gebracht. Und das vielleicht, was es uns verbindet. Wir sind ja peripherische Länder auf dieser Welt, wirtschaftlicher gesehen. Und diese Peripherie, Identifikation vielleicht mit Fassbinder, mit Beuys, mit allen, die diese andere nicht offiziell darstellen, über diese Peripherie spricht, über diese Außerwelt spricht, vielleicht hat er diese Identifikation gebracht.
Beuys, in dem er aber nicht die Materialien, die nicht Kunst war, zu Kunst gebracht hat, hat ein bisschen über diese Peripherie gebraucht und sagt, okay, das identifiziert uns auch. Diese Ruptur hat uns auch sehr stark beeinflusst. Vielleicht ist das. Was meinst du, Claudia? Primero voy a traducir. Ich werde zuerst übersetzen. Para Nancy. El Vladimir tiene una tesis, una opinión. Él dice que no es solo con Beuys lo que ha pasado con los alemanes. Dice que en Brasil, en el tiempo en el que él estaba en la Academia de Artes, Fassbinder era alguien que siempre estaba agotado. Que era alguien que también era muy famoso y él cree que tiene que ver con la idea de llevar la periferia hacia el centro del arte y hacerlo oficial, porque Joseph Beuys trabajaba desde la periferia, desde los materiales que no son arte en sí y los convertía en un objeto de arte, como ir y que nosotros en nuestros países somos también tenemos esa relación con la periferia, somos países que pertenecemos a esa, tenemos esa característica, y quizás desde ahí es que fue, desde que se hizo tan popular la obra de Joseph Beuys, pero que no es solo él, sino que esa característica de él. Und jetzt, wie meinst du das davon? Was meinst du davon, Claudia? Und ich glaube, was ich so ahne, vielleicht, was passiert könnte, ist, dass Joseph Beuys auch Professor war. Und er hatte diese er war auch bekannt, weil er diese Seminaren in leeren Räumen gemacht hat. Und was für uns vielleicht ähnlich ist, sind diese Okupa. Ich weiß nicht, welche Übersetzung das hat. Okupa, das sind Räume, die niemand leerstehen. Oder? Leerstehen. Okupa, Leerstände, also wo die Leute wohnen. Besetzung, Hausbesetzung war auch in den 60er, 70er hier, ja. Ja, und hier gibt es ganz viele. Und es gibt auch Lehrräume und es passiert viel. Also es gibt Kultur drin, Konzerte, es ergibt sich irgendwie Kunst da drin und die Leute lernen ganz viel dort. Es gehört zu unserer Kultur und es war auch, es ist auch, also ich glaube, unsere Länder in Südamerika sind auch ein bisschen bekannt dafür, weil hier ganz viel Armut gibt, aber es passieren andere Geschichten, die nicht nur mit Armut wie in Europa ist, sondern es gibt dort Konzerte und Musik und es passiert ganz viel. Und Joseph Beuys hatte diese ganz große Personalität. Er konnte ganz viel Publikum haben in leeren Räumen. Also es war ein bisschen mit, er war ein bisschen anarchistisch, also außer der Akademie. Was hier bei uns in Valparaíso zum Beispiel, es ist eine Stadt, wo alles passiert. Es gibt Demos jeden Tag, jetzt nicht so viel, aber es gibt Gewalt. Es ist eine sehr gewaltige Stadt. Es gibt sehr viel Anarchismus und die Leute lernen in die Straßen. Es gibt viel außerakademisch. Und viel mehr als in anderen Ländern aus Europa.
Und ich, vielleicht, es hat damit zu tun. Es ähnelt sich ein bisschen. Und ich glaube, was auch Vladimir gesagt hat, über die Peripheria, was außer diese Struktur, akademische Struktur ist, was etwas nicht Kunst ist, diese Objekte, diese Sachen, die nicht Kunst sind, Kunst zu machen. Ich glaube, er hat auch, er war auch ein Professor, nicht in einer Akademie. Also er hat alles ein bisschen anarchistisch gemacht, wie wir. Also Brasilien, Chile, wir sind so nicht so akademisch. Naja, er war ja beides. Also das heißt, er war sowohl Akademieprofessor zunächst, ja. Ist ja dann aus der Akademie rausgeschmissen worden, kann man sagen, und hat dann eine freie National University. Und das war damals, glaube ich, schon etwas Besonderes und für Europa sicherlich eher Neues. Also ich glaube, dass diese... Also wenn man leerstehenden oder abgewrackten Häusern ist, ist es heute ja eigentlich immer noch so, dass die Künstler oft in diese Räume kommen, dann werden sie dadurch wertvoller, hinterher werden sie dann natürlich schick gemacht und so weiter. Also das Phänomen haben wir ein bisschen auch, aber ja. Ich glaube schon, dass er sowohl Akademieprofessor war, als dann auch nicht. Und natürlich auch wirklich sehr gut international gearbeitet hat. Und also ich kann mir vorstellen, dass auch eine Rolle spielt, dass er so auf verschiedenen Ebenen gearbeitet hat. Das heißt, er hat lautlich gearbeitet. Also so selber als Person ist er auch als Gesamtkunstwerk ein bisschen aufgetreten. Ne? Er hat ja zum Teil solche Unsinnsdialoge während irgendwelcher Veranstaltungen gemacht oder akustisch sich nur stammelnd geäußert. Hat mit Instrumenten, hat den Raum durchschritten. Es war ja immer wirklich eine Performance auch und das war damals nicht so üblich und das kam möglicherweise dann sicher auch besser an, denke ich mal. Außerdem, ich sollte Claudia erst nochmal übersetzen, ja. Sonst ist das viel zu viel und ja. Sie hat das dann wieder vergessen und dann sollte vielleicht auch Nancy nochmal was dazu sagen. So, I just said Nancy because I said I would like to have Claudia to translate what she said and then what Peter Kammann said, and maybe you want to refer to it as well. That's why I called your name. Sorry. Sí, yo decía que creo que la relación que tiene, por qué Joseph Beuys habrá sido tan famoso aquí en Chile. Es que puede haber una relación que tiene que ver con la periferia también que decía Vladimir, entre que acá hay muchas ocupas en Chile, y las ocupas no solo como un lugar donde pueda vivir la gente pobre y arreglárselas por un momento, sino que un lugar donde sucede arte, donde hay conciertos, donde la gente genera pancartas, por ejemplo. Se genera arte político dentro de la, del momento de la Ocupa, y Joseph Beuys, como profesor, no solo era profesor de la academia, de la parte de la academia, sino que también hacía clases en estos lugares vacíos, en estos lugares como supermercados, para hacer grandes clases magistrales con todas las personas. Entonces salía de lo académico y se iba hacia lo que pasaba en las calles, que es algo que tiene mucho que ver con la forma en la que vivimos, por ejemplo, en nuestra ciudad, Valparaíso, donde pasan situaciones, la calle es muy importante, en la calle la gente se manifiesta, en la calle hay manifestaciones, en la calle está el arte político de pancarta, y aprendemos desde ahí. Y otras, y otras palabras, Claudia, y creo que él representa la ruptura con lo formal, y por esa claro. Ruptura y existe la identificación de la periferia con la ruptura de lo formal. Sí, completamente, es desde ahí. Yo les decía que él
tiene un carácter anárquico que nos representa, porque en nuestras ciudades, en nuestros países, Latinoamérica es anárquico. Suceden cosas que están fuera de la estructura, de la academia, de lo formal. Y como dice Vladimir, hay una ruptura de lo formal. Y para mí esa es la relación que puede ser que tenga Joseph Beuys con nosotros, y por eso es que se conoce. ¿Cómo lo ve la Nancy? I think I agree with both of us, of you, and also Joseph Beuys maybe is inscribed in the art history and the Chilean education in the universities is very European Occidental, has a very European Occidental structure. But that is a it's like an arrow, no? When you present some artist and thinking it's very traditional, very European, maybe, but no. In the Beuys case, it's all the opposite, no? And this is a very big door, I think, when you open Beuys' door and you found all these other topics, the street, the Ocupa thing, place of living, and also his pedagogical thinking. Now I work in the Ministry of Art and Culture in Chile here. Mm-hmm. And in my work in the Art and Education Department. And I personally try to link Beuys sometimes in the text, that is for art educator, teachers, or other kinds of art educators in our country. And the work of Beuys based maybe in all this open field, no, crossing with Rosalind Krauss' way of thinking. When you open the art field and think in other ways to make art. As Claudia and Vladimir are talking about, no? And it's very interesting, this other place, you know, this place when everyone can make art, or everyone can think critically, you know, and link it also with Paulo Freire, a way of thinking, no, in the sense from Brazil. And it's very connected, huh? And different, but are very, very connected ways of thinking. And it's very, very interesting this place, no? This place when you think more horizontally also, no vertically, no? This a vertical art with a master artist and all the disciplines, no? And this kind of this context, I think, no? Okay, that voice present and for every one of us and it has a lot of influence in this region, especially with this context of objects. A lot of artists based in Beuys' work take objects and change this context. It's a very used way of work in art here. It's with stones, with construction materials, especially. It's a very strange link also, I think. In the concrete ways of the different artists work in this distance, no, with Europe. Mm-hmm. Spielen denn auch irgendwelche Kunstmessen auf? Do any fairs play a role in this, in South America? I don't know, Sao Paulo in Brazil or other, maybe that's a link too, I don't know. Yes, Beuys is too. Beuys war zweimal in so. Einmal wurde er verboten, zweite Mal wurde er gezeigt in Brasilien. Der Biennale von São Paulo hat auch eine große Wirkung zu Lateinamerika schon. Es gibt Künstler aus nicht nur aus Europa, auch aus Lateinamerika. Ne?
Es, viel, die, also in Chile zum Beispiel, ich weiß, also von Chile weiß ich überhaupt nicht. Gibt es da eine spezielle Kunstmesse, die also so eine Rolle spielt, wie, weiß ich nicht, wie Basel oder... Ich weiß nicht, ob Beuys hier bei einer Kunstmesse war. Ich glaube nicht, weil wir bei einer Diktatur waren. Also wir hatten Diktatur. So. Ja, ja, genau. Ich glaube in den Zeiten, nein. Hm. Aber ich kann gucken, aber ich glaube nicht. Hm. Nancy, ¿sabes si Joseph Beuys estuvo en Chile en alguna feria de arte? No, ¿cierto? I don't know. No, porque estábamos en dictadura. Yes, yes. Existe attualmente una grande feria di arte in Chile, in Santiago? Commercial. Commercial. Chaco. Yes. And other more little ones, but and two Biennales, but little ones also. Mm-hmm. One of New Media and other in the north of the country who's recently. And so. Mm-hmm. It's a Polish woman who lives in the north of the country and makes a foundation. Mm-hmm. And the other is one is placed in Santiago. Und wir haben Andrea Interschick, die sich meldet. I'd like to call Andrea. Mm-hmm. Okay, ich mache es erst auf Deutsch und dann auf Englisch. Ja, also es wurde einiges schon gesagt, wo ich auch glaube, dass es zu der Popularität von Beuys beiträgt, dass er nämlich in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet hat. Also sowohl mit Galerien oder der Hochkunst, als auch diese Sachen wie Jeder Mensch ein Künstler oder diese Multiples, die dann für 8 Mark verkauft wurden, was ja sich schon wirklich viele Leute auch leisten konnten und die in einer großen Stückzahl hergestellt wurden. Und ich habe mir jetzt überlegt, oder das ist auch das, was mir dieses Beuys-Event näher gebracht hat. Ich glaube, warum er das gemacht hat, war, dass er eine sehr, sehr starke innere Vision hatte, also aufgrund seiner Erlebnisse oder das, was er beobachtet hat oder warum auch immer, was da alles noch mit reinspielt. Und von dieser Vision war er total erfüllt und hat die zu 150% gelebt, diese Vision. Und das überzeugt die Leute einfach. Die merken das, diese Integrität und diese Authentizität. Ich glaube, dass es einfach rüberkommt. Und das ist was so, was mich auch als Künstlerin sehr anspricht. Ich schließe jetzt gerade mein Malereistudium ab und da macht man sich da auch Gedanken, was will ich denn als Künstlerin, an wem orientiere ich mich? Und da sagt die Aussage von Beuys ist da für mich, folge deiner inneren Vision. Ja, also nicht das, was der Kunstmarkt einem sagt oder was man machen soll oder irgendwie solche Geschichten, sondern nein, du bist der Maßstab. Und ja, genau. Ich versuche es mal auf Englisch. Also I think what others have said, that Beuys worked in many areas and also in many, with many different people of the art scene, of the so-called higher art scene, he made art for people who don't have too much money. If you think of the multiples, you could buy for 8 euro per piece, no, 8 D-Mark, Deutschmark. Why did he so? What was his motivation to work in all these different areas? I think he had a very strong vision and he followed this vision 150%. And so he was very authentic and he showed a strong integrity. He was very close to his art
And this, and so people are very, people feel this. And this convinces people. This also plays a role on my personal position as an artist. It showed me, here's an example, that for me as an artist, it is very, very important to follow my own vision, not to show what the art market is calling for, or what is good, or what is a don't, or whatever. Just follow your own vision. Yeah. Thank you. Danke. Ja, das war natürlich eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung, die du jetzt gerade gemacht hast über Folge deiner inneren Vision. Also das ist tatsächlich etwas, was ich als Moderator, Organisator dieser Veranstaltung irgendwie so für mich auch daraus gezogen habe. Tatsächlich hast du das wunderbar in ganz einfache Worte gefasst. Folge deiner inneren Vision ist etwas, was mich seit dieser intensiven Beschäftigung mit Beuys eben auch weiterleitet, auch in meinem künstlerisch-kreativen Arbeitsfeld als Architekt. Das trägt einen tatsächlich ganz anders, wenn man sich das immer wieder so sagt. Danke also, für diesen... Ja, Petra? Das fand ich auch sehr schön. Ich habe ja erzählt, ich habe in der letzten Woche in Düsseldorf einen Künstler besucht, der mit Beuys zusammengearbeitet hat. Und der war auf die Akademie gekommen, hatte den ersten Preis für eine Skulptur bekommen. Das ist der Heinz Baumüller gewesen. Hat den Preis für eine, den ersten Preis für eine Skulptur, Herig, also immerhin bedeutende Akademie-Direktoren, haben gesagt, ganz toll und ist wunderbar. Und er war in demselben Raum wie Beuys und dann hat er gesagt, willst du, dass ich dir auch was sage zu deiner Plastik? Alle waren begeistert, die Rheinische Post hatte schon über diesen ersten Preis geschrieben, das sollte für die Insel Hombroich gekauft werden. Und dann hat er sich die Plastik angefangen und hat gesagt, also du gehst ja gar nicht in den Raum rein mit deiner Plastik. Also er hat mir das an einer Zeichnung dann erläutert. Und dann hat er gesagt, oh Gott, das ist ja schrecklich. Jetzt sagt mir der Beuys, das, ich habe den ersten Preis gekriegt. Der Müller von der Insel Hombroich will mir 35.000 Mark, was für damals ein Riesengeld war, dafür bezahlen. Und dann soll ich sagen, diese Plastik taugt nichts. Das geht doch gar nicht. Und dann hat er den Beuys gefragt, ja, was schlägst du mir denn vor? Ja, also wir können die höchstens zusammen zerstören, diese Plastik. Und dann hat er gesagt, oh Gott, was soll ich nur machen? Also jetzt, ich habe gerade eine neue Freundin, wollte mit der mit dem Geld in Urlaub fahren und so. Und dann hat er gesagt, du gib mir noch ein paar Tage Bedenkzeit. Und dann ist er zu Beuys hingegangen und hat gesagt, du hast mir angeboten, stehst du dazu, dass wir die Plastik zerstören? Und dann hat Beuys gesagt, ja klar, dann besorg mal eine dicke Säge. Und dann ist er losgezogen, hat eine dicke Säge und dann haben sie diese Plastik zersägt und haben dann aus dieser Plastik eine neue gebaut. War natürlich erstmal das Geld futsch. Sie haben dann auf andere Weise versucht, das Geld zu kommen. Aber hat gesagt, ich hätte nie mehr künstlerisch arbeiten können, weil ich gewusst hatte, er hatte recht mit dieser Aussage. Das war nicht authentisch, was ich da gemacht habe. Und deswegen hat er sich auf dieses Experiment eingelassen, was wirklich also natürlich erstmal dramatische finanzielle Folgen hat. Diese Plastik ist dann später trotzdem nochmal in Beton gegossen worden und der Sammler von der Insel Hombroich hat sie dann doch auch nochmal zwischen Langen Foundation und Insel Hombroich dann aufgebaut. Aber das war nicht absehbar. Aber er hat gesagt, wenn man einmal weiß, dass es an einer Stelle nicht stimmt, dann kann man nicht mehr dazu stehen. Also insofern finde ich, dass die Andrea da absolut recht hat mit dieser Idee. Nur. Das Danke. Ist auch sehr schwierig. Ja. Petra, das ist natürlich eine tolle Story und vor allen Dingen gebe ich das Wort gerade kurz an Claudia, dass du es ganz kurz in Spanisch an Nancy in drei Worten erzählst. Ich weiß nicht,
magst du das machen? Cuenta una historia de un artista que se ganó un premio. Ahí, Vladimir, me corrige si es que me equivoco. Se ganó un premio. Y que es Heinz Baumüller. Heinz Baumüller heißt er. Baumüller. Él ganó un premio y, y estaba en el mismo lugar con Joseph Beuys. Y este premio era mucha plata, mucho dinero. Y estaba para poder comprarlo para un tiempo. No me acuerdo cuánto dinero era, pero mucho para ese tiempo. Y era una obra escultórica, que le llaman Plastic, que es la obra escultórica. Y él le dice que, Joseph Beuys le dice que le ofrece destruirla, porque no era una obra auténtica. Y que podía empezar todo de nuevo para hacer realmente una obra auténtica. Y ya se había ganado el premio, se lo iban a dar y quería, y con eso él iba a poder viajar con su nueva novia y tenía planes con esa plata. Y finalmente le dijo, dame un tiempo para pensar. Y al pensarlo le dice, bueno, pero hay que conseguirse una sierra para destruir esta escultura. Y lo hacen, lo destruyen, porque realmente se dio cuenta de que no era auténtico y que debía ir con su autenticidad como artista y no hacia lo que el mercado le estaba diciendo que era lo correcto y académico que había que seguir haciendo. Finalmente, la historia, esa escultura que estaba destruida por ambos, pudieron volver a generar como una escultura vendible y bueno, sí se generó otra cosa, pero fue el momento de la ruptura de la obra de arte que había ganado un premio. Ja, danke. Ich frage einfach mal an alle, die ihr drin seid, an euch Künstlerinnen und Künstler, ist euch das auch schon mal so passiert? Ihr habt etwas fertiggestellt und dann kommt ein Kollege, Kollegin vorbei und diskutiert mit euch drüber und dann am Ende der Diskussion sagt ihr, okay, das Beste, was ich damit machen kann, ist es zu zerstören. Ist euch das schon mal so gegangen? Vladimir hatte sich auch gemeldet, weiß nicht, vielleicht will er auch dazu gerade etwas sagen oder, aber ich gebe jetzt einfach mal die Frage an euch alle und ihr redet einfach rein, wenn es so ist. Voy a traducir la pregunta. La pregunta es si alguna vez les pasó que tenían un trabajo terminado y que llegó un amigo o alguien y bueno, al final era lo mejor es destruirla porque alguien te dio alguna opinión, por ejemplo, y lo mejor fue destruir la obra terminada. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Did you understand the question, Götze? I'll put the question to you. The story that Petra told us is that one artist did speak with Beuys about his artwork, and Beuys said, oh, it's not authentic, you have to destroy it. And some days later, they did it. They did destroy this artwork. And so this artwork made a transformation, and this artwork was a sculpture, and sculpture did not exist anymore in the original form, but it was made a second one of that in this destroyed version, and so the collector bought the second version of that, and so it was much more worth afterwards, after the destruction. And the question is, did you also had such an experience that you made an artwork and then you spoke with someone about that? And the other person says, oh, it's better to destroy your artwork. And did you? Okay, that was a great question, actually. I think I already did. Hi. With the money, right?
I destroyed them. I can exhibit them just as a money form, but I have destroyed them with the stitches. Yeah. Yeah, so you destroyed the money and made it unworthy. Yeah, that's right. It doesn't serve any monetary purpose anymore. So yeah, but you destroyed the money. Did you destroy the money as your artwork afterwards too? That's the question. Also mir geht's manchmal so, also das ja, wenn ich nicht so sicher bin, ist es jetzt fertig, kann ich damit leben, mit dem Werk, was ich gemacht habe, dann hole ich mir schon auch so Meinungen von anderen, aber es kommt natürlich auch ganz immer drauf an, wer da was sagt, ja. Und dann höre ich mir das an und dann, ja, also so zerstören, ist mir eigentlich noch nicht passiert, sondern ich mache dann weiter oft, ja. Oder es mir passiert so, dass ich ein Bild, das ich 2016 gemalt habe, gar nicht mehr gefällt. Es gibt ja viel, dass die alten Sachen und die ich dann einfach über die Zerstörung ein neues mache. Das passiert mir sehr oft sogar. Aber das ist meine eigene Zerstörung dann. Also ich bin da so vorsichtig mit Meinungen von anderen, weil letztendlich wissen die ja gar nicht, wie ich innerlich denke, was ich bin. Und das ist ja eigentlich der Punkt, diese Authentizität. Und bevor ich was in die Öffentlichkeit schicke, tue ich das 1000-mal für mich, ja, schaue ich mir das ganz oft an. Oder gehe damit in mich, bis ich das dann sage, okay, jetzt könnt ihr das euch anschauen. Okay, Vladimir. Ja, ich wollte auf andere Aspekte die Gespräche umlenken. Ein Aspekt komplementär zu was Andrea Interschick gesprochen hat, die ich auch für mich so zusammengeht, wie schwarz und weiß oder wie gut und böse, wie sind komplementäre Sachen für mich. Das, was Beuys sagt, dass er über seine Innere hören soll, für mich komplementär ist, dass er gleichzeitig eine Antenne war, und viele zeitgenössische Aspekte aus seinem Wissen in seine Kunst eingebracht hat. Er hatte die Rudolf Steiner Lehre erweitert. Er hat nicht nur die Kunstbegriff erweitert. Er hat die Ruptur mit der akademischen Lehre und der akademischen Art, Kunst zu machen. Nicht nur die Lehre, aber auch überhaupt die Skulptur hat gebrochen, die Idee einer Skulptur. Was ist eine Plastik? Er hat eine neue Plastik erfunden. Aber er hat nicht aus nichts erfunden. Er hat aus der Vergangenheit, was er gelernt hat, und er hat aus dem zeitgenössischen Geist das geprägt. Er hat zwei Kriege erlebt, er hat eine Ruptur, eine gesellschaftliche Ruptur gehabt und er hat das alles Neues empfunden und diese Innere hat er empfunden, aber er hat auch die Innere durch die Erfahrung, die er gehabt hat. Er hat für die Welt etwas zusammengefasst, was die Welt in dem Moment gebraucht hat. Er hat nicht Kunst vor Kunst gemacht, er hat nur gemalt für sein eigenes Ego. Er hat gemalt etwas oder hat etwas produziert, das es gerade gebraucht worden ist in der Kunstwelt. Er hat etwas Neues gebraucht für dieses Kunstwerk. Und das ist auch so die Innere, aber im Zusammenhang mit was die Gesellschaft in dem Moment ist. Er hat die Grünwelle uns beigebracht.
mit beigebracht. Er war nicht allein in dieser Grünwelle, aber er hatte diese Antenne, er war ein sehr drin in der Gesellschaft in dem Moment, wo er da war. Er hat für diese Gesellschaft gesprochen. Und gut war, er hat nicht nur für Deutschland gesprochen, er hat universale Werte uns angesprochen und weitergebracht und in Licht gebracht. Deswegen vielleicht ist er auch eher so universal geworden, weil er diese universalen Werte auch uns vermittelt hat. Ich glaube, so sehe ich auch seine innere Vision. Also die war für die ganze Gesellschaft bezogen. Halt, Übersetzung. Nur für sich selber. Wir sind uns im internationalen Raum, bauen eine Übersetzung. Götze, ich habe noch ein bisschen I remember you are more happy with English, is that right? Okay, so I didn't pay attention the entire speech, Vladimir. But he wanted to change the topic. And he said, I just summarize it very briefly. He said, Beuys enlarged the idea of art. He enlarged the idea of the sculpture. And he was not alone. And two, he didn't invent anything completely. He was referring to a lot of things. Oh, I'm fighting a little bit. Oh, we are fighting. He was referring to Steiner. He was referring to other theories, and he was part of a political movement as well. And so he's not inventing out of the nothing. And this entire getting things together was also part of the time. So what he announced as new art or new forms or new possibilities was exactly what the time needed at the moment. So that might be part of the success in Germany, but also part of the success for an international audience. And Andrea Intersek wanted to say something, but I wanted to say something about it as well. But now I let Andrea go first. And I don't know, please try to speak English, because we are in Greece, you know, remember? Actually, we would have paid a lot of money for a ticket. And we would sit in Athens and people would come in and speak Greek. So be happy you got to speak English and not Greek. I had just finished in German, so I will repeat in English. I just reacted directly to Vladimir, and I wanted to say what I meant is that Beuys vision, all this, the society and everything was part of his vision. Now me? Damn it. I forgot what I wanted to say. The question to Vladimir, it's not a question for Vladimir, but in the train of these thoughts is, what would it be today? So are we as connected to what's going on as he was at the time? Do we have the broad scene we need in order to come up with new forms and also maybe old content, but in a new way? I feel often very much isolated. And I wonder if the scenes in the 60s and in the 70s were much more broad and more tied together in Germany, and that community is much more worth in countries outside of Europe, or at least in poorer neighborhoods in general. I know other countries are not poor. I know Sao Paulo is not a poor city. And I expect Santiago de Chile is not a poor city. South and North meet in the same cities, and the same might be in Istanbul. But I think you understand what I'm talking about.
Maybe we don't need anymore a charismatic personality like Beuys who joined all this together, but well, maybe we need platforms like this, but in reality too, but it's a good platform for being connected and exchange these ideas. And I think it was not, but it's very important to have advices from people who really have a lot of experience and you can trust in them. And I think that was the idea. Beuys didn't say to the artist, do destroy that. He said, I just saw there's something wrong. It's up to you if you want to hear it or not. But this is always the case. I mean, if somebody gives me feedback, I decide if I take it serious or not. I decide if I can do something with it. It's not, I see it as another person's opinion. And often we stand in front of a piece and I can hear the other person talking. It has nothing to do with my work or with myself. I mean, this is just the... stage. I'm very interested with the art, I think. We have to talk cat language now. Katzensprache sprechen. No, he gets it. I got him from an art academy, so no, he understands perfectly what we're talking about. I forgot what I wanted to say. The staging was so perfect. But Claudia wanted to say something. Or did... I just wanted to say that the communities in Chile, in Valparaíso, we live in Valparaíso, and are very important. We live in a time in Chile right now that is not only about the pandemic, the coronavirus, is about our new constitution. We changed a lot in politics last year, and we are doing it now. And we're still fighting for that. So we are a community in Chile for our rights, for a change. And now that we are in lockdown, it's difficult for us to go to the street and go to the demonstration, but we artists, we are doing art about it, about the political situation in our country. And we don't need Joseph Beuys anymore, but we learned a lot about this movement that are very known in Europe, the feminist movement, for example. And I think we are doing new things, but political art, most of it, in right now. Yeah, I think we are not living in the 70s or 80s of the last century. So we have to find very contemporary expression for doing art, political art now. And it has to do with networking with social media. It has to do with Greta Thunberg's efforts and Fridays for Future and something like that. And who is doing political art is doing in that context. And there are some
some artists who do so, like Dirk Baumans, who was in our meeting at the 12th of May and said something about that. But there are many, many artists doing that. And the, of course, there are many artists who does not go into politics with their art. But if you do so in Chile with that very burning situation that you are elaborating a new constitution for your country, it's very interesting. I would like to stay there with you in Chile now. So. Also the streets in Brazil are burning. I mean, there's a lot going on as well. Yeah, but I think the energy is different. The energy in Brazil is depressive, is downgoing, and the I think the energy in Chile is positive, is because they are doing the constitution thing. And so I think there is an exit, a positive exit of that. And in Brazil, it's so depressive because there's no exit of this Bolsonaro government in the moment yeah. And so that's why I'm very in a bad mood about Brazil now. We are just hoping that this constitution change will be something better for us. It's progressing. We did it. We can have a new constitution, but and now we have to write the constitution, write everything that we want. And that's another part. I think there is hope. We have, I think that everything that last year happened, all the death and all the people that lose their eye for that, is going to have a result, we hope. But it was a very violent time. We lived with fire and cops and death for a long time. Last year, it was very difficult and sad to see a lot of people like us only demonstrating with our voice, and a lot of cops in the army just shooting at us for nothing. And it was awful, but now we have hope in the new constitution. Yeah, perhaps Nancy and then Andrea Interschick, perhaps these two last statements for today. Yes, I think it's a time when we maybe don't have no future. I think maybe, but it's also a time with hope for the new beginnings. It's both at the same time, no? We don't know where are going everyone in different places, here in Brazil, you in Germany, but with different contexts and everything, but all we live in the same planet, and the planet is in danger. And the politics are obsolete in different places, in different ways, in different scales. And I think we have hope. And at the same time, it's a very long travel to change. Yeah. This is a start. This is a paper now, not a paper
for the future, but no one knows what happened in the middle. And maybe it's no future, maybe it's future, maybe all the politics and the necropolitics intercept once again, no? And in this all this global context, in that Aníbal Quijano, it was Peruvian thinker who called all of this the colonialism of power. And it's very interesting, his way of view, how since the 16th centuries, maybe, when Europe meets America, start a way of global dominion of the world. And now we are maybe in the end of one big period, but maybe not. And it's a very big opportunity for all of us in different places. We are thinking in similar ways to make changes happen. No? Thank you. I'm sorry, who did you refer to? I'm just asking about the, you said about a Caribbean writer. Who did you refer to? Aníbal Quijano. Aníbal Quijano. Okay, I thought it was Clisson, but Clisson is a different. Clisson is very interesting. It's opacity, no? Live with opacity. Very similar to Delisa and Guattari. In the Rhizomat way of thinking, it's also interesting. Yeah, it's very. It's from the Caribbean and from Peru. Aníbal Quijano have this colonialism of power way of think. Okay. Someone called our door, so he was waiting. If so. Okay, Andrea Interschick. Ich wollte euch eine Arbeit einer brasilianischen Künstlerin zeigen, die ich sehr schätze, weil es ja auch darum ging, wen kennen wir? Patricia Milhazes. I wanted to show you an artwork of a Brazilian artist I like a lot. We had a discussion which artists from South America we know. I will try to share my screen. Here it is, Patricia Milhazes. And this is so optimistic, this is so optimistisch. Also ich glaube, ich war noch nicht in Brasilien, aber vielleicht, es gibt ja auch diese Kräfte. I haven't been to Brazil yet, but there are also this power. Thank you. And now Vladimir for our last statement. Ich habe noch nicht von den beiden Chilenen über die zeitgenössische Künstler aus Chile gehört. Vielleicht können die vielleicht eines oder zwei bei uns nennen. Also die beiden, die wir gut kennen, zu ich. Die Arbeit von Nancy gefällt mir sehr gut. Nancy, your work is very, very good. Ich wollte auch etwas anderes. Das war, was wollte ich? Habe ich mich gemeldet wegen anderen Thema? Jetzt habe ich vergessen. Ich weiß nicht mehr jetzt. Dann, wenn ich wieder erinnere, melde ich mich wieder. Vielleicht jetzt zuerst die künstlerische, zeitgenössische Kunst aus Chile, bitte. It's a question to Nancy and Claudia. Are there other artists in Chile besides you? El Vladimir preguntaba si nos podíamos hablar sobre la escena contemporánea del arte chileno. Si es que tienes una idea. I work as curator and as an artist, and because of that work, I know different circuits of art here and in Latin America.
And here in Chile, I work in independent field in this topic, and from very this perspective of slow grading and maybe some mutual practices and recognizing practices and a lot of other artists start to work in this kind of process. Different or very or separate to maybe a gallery or commercial art, no? More maybe art, maybe linked us with art in art in context, or maybe focus in process more than results. And in this field, people works in the north. These are people in Iquique working in the north in the desert, with context of the desert, making art residences. Is Colectivo Caput, maybe Caput in Iquique, and it's also Concepción, so maybe the middle of the south of Chile. Chile is a very long country. In the middle of, we are in the center. In the middle of the south, it's Concepción, in the Biobío region. It's a lot of collectives, a lot of artists work together in making artworks, individual artworks, collective artworks, but also teaching in universities, working in auto press process, editorial process, making fanzines or other magazines, or a lot of graphic also. Maybe you can see there, Natacha de Cortillas is a woman who, I can make a list maybe with links and a mail, in a mail maybe later, in the, after my work, and make a list with their web page. It's a lot of very interesting artists working maybe in food process or political process with the land or feminism. It's very interesting. In Punta Arenas also is it's a collective, and in Chiloé and in different places it's a lot of people working, but also has we have a lot of competition because it's a very little camp, with a very bourgeoisie maybe, very fractured because of maybe status things. Things like in what university you are you study, or for in what college you are studying before, when you was a little boy, a little girl. It's very stupid conversations maybe in this context and in this kind of process, no? And all the groups works in this kind of relations. We are friends in the school, we was friends in the university, but and the most of them are linked in Santiago. The capital is a very big force in this process, but we in Valparaíso, in Iquique, in Concepción, in Maule, in different other places, we are fighting because for an art outside the centers. Everyone is a new center. No, every big city is a new center, but we are working hard because of the visibilization of artists in other regions of the country. Because we have other art schools, but also it's a lot of artists who which are not studying art school and are also artists. And it's very interesting too. And other study in the classic academies of Bellas Artes. I don't know who is there, but it's, we have different kinds of education, and other comes from other disciplines, and maybe engineers or scientists, or and start up here the interdiscipline, no? In one person, but in the work in this. Connected work in the different persons. A lot of the art residents also, most of them autogestive.
without no money, very hard work to sustain them. A lot of autogestic process, I think, and very few resources. The state of Chile don't give a lot of resources because it's the 2% of the PAB, the money of the country goes to culture in Chile. And it's very small percent. And this percent is the developing different fields and cultural centers, art education, financial, the residence on process from the to the artists, and etc. And so very few percentage for everyone. Yeah. Very Thank you, Nancy. Das ist schön. I can give you two names. Voluspa Harpa. I like Voluspa Harpa's work. She's a woman artist. And she's now at the Sao Paulo, Biennale of Sao Paulo. So Voluspa Harpa and Monica Bengoa. I like her work too. Yeah. Yeah, the Biennale de São Paulo ist unsicher, ob das stattfinden wird, weil der Bolsonaro hat alle gestrichen. Dass der Land ist noch in Depression, wie der Herr erzählt hat. Yeah. Aber das wird irgendwann wieder weg sein, bin ich sicher. Ich finde, dass wir eine sehr, sehr schöne Zeit leben, weil wir haben jetzt die Moderne weg hinter uns, endlich. Und in der Moderne haben wir geglaubt, dass alles, was neu ist oder alles, was noch nicht gab, die Zukunft zeigt. Aber heute wissen wir, dass es nicht mehr so ist. Viele von der Neues würde auch schädlich für uns auch festgestellt. Viele neue Erfindungen hat uns nichts gebracht. Und wir haben jetzt hinter uns das. Wir haben eine ganze Möglichkeit, jetzt eine neue Utopie zu bilden, zu erzeugen, auszudenken, ohne diese Idee der Moderne, die muss auch nicht modern sein, es muss nur menschlich stimmen. Und dann können wir auch neue Sachen erfinden. Ich finde, das ist eine schöne, interessante Zeit, die wir leben. Es ist alles Neues zu machen. Ich habe den Eindruck, dass wir alle offen haben und wie vorher nie. Weil bei der Moderne gab es schon die Wege da, konnten wir entweder folgen oder nicht folgen. Jetzt haben wir alles möglich. Das finde ich schön, diese Zeit jetzt. Natürlich gibt es ja in der GmbH, jedes Land ist in einem politischen Moment, die anders ist, aber das ist alles geht nach vorne. Es bleibt nicht, wie es war. An Chilean artist who I like most is now in the next Biennale of Sao Paulo. His name is Sebastián Calfuqueo. It's a Mapuche artist, and it's my friend, and I love it. His work, and now it's in the Sao Paulo Biennale. I'm very happy for him. Okay. Yeah, what Vladimir said at last is very interesting. Thinking that we left the modernistic 20th century thinking of that modernism is connected with the future and the future optimistic and technic fixated thinking and struggling with our medio ambiente, how is it in English? I don't know. So that we can leave this behind us and go really to a new vision of the world in a contemporary way, that we can construct a new form of utopia and but it is not an utopia it's an utopia with a new
parameters. It's not a utopia with technical progress. It could be all and nothing at the same time, and it can be something that brings men together. It's anthropo-orientated. I hope I said the right thing like that. Okay, and I think we could close this meeting with these words, because I think it's very, yeah, it makes a good point for all of that. And I want to take the opportunity to thank Petra for having participated to this meeting. She had to leave because there was one son of her coming at home because she has a birthday today, and now she will get some anniversary greetings from her family, and so I think we could accept that. All the best for Petra, and yeah, if someone wants to say a little word, then lift your hand, your right hand, and I just wanted to thank you for the opportunity to be here. It's very nice. You have done a great, great work, and I think a lot of work. So thank you very much. And I hope I can see you soon in Germany. Yeah, it would be great to have you in our arms here again. Andrea. Ich? Die andere Andrea wollte vielleicht was sagen. Ich habe nur geklatscht. Okay. Ja, dann sagen wir doch jetzt alle gemeinsam, wir können uns... Ah, Nancy. As Claudia say thank you to all of you for the opportunity to show this and conversation, have this conversation about boys, about our works, meet each other. I hope we work in the future in other interesting projects, and also very, very grateful for all the work and all the connections, all the conversations, all the learning, you know, it's in these conversations. And I was very, very grateful working with you. Thank you. Ja, ich hoffe, dass die Claudia schafft, hierher zu kommen noch dieses Jahr. Und dann können wir anfangen zu arbeiten mit der Idee, wie wir nach Chile zusammenkommen und eine Ausstellung da machen. Ne? Romana wollte was sagen. Wir können uns jetzt alle entstummen, wie das so schön heißt, also die Mikrofone anmachen und können noch ein bisschen ganz kurz durcheinander quatschen und anstoßen. Boyce ist inzwischen 101 Jahre alt oder auf dem Weg dazu, der alte Sack. Dice que nos podemos desmutear para hablar y qué sé yo, que vamos a brindar por Boys, que es viejo. Ja, okay. Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich am Ende mit Boys und wir wenden uns einfach mal ganz neuen Ideen und so zu. Wir wissen alle, was wir an ihm haben und was er an uns hat, und jetzt machen wir dieses Kapitel zu und schlagen ein neues auf. Was meint ihr? Yeah, and I'm very looking forward to Nancy's list. Yeah. Don't forget. Claudia will help me. I can help. Yeah, we send you a list of a lot of
things to see. Yeah. Okay. So, Romana Götzte, thank you a lot for joining us here also. And we'll see us in one of our next events. There are a lot of events doing in our Kunstblock in. I don't know what it is, event. The next one is the Cabri. Ah, great. I love Cabri. Yeah, it's on Wednesday, Wednesday next week. Next week. Okay. Bye. Have a good time. Bye-bye. Ciao. Ciao. Bleiben gesund. Yeah.